Wo fange ich an? Ich fange an bei meiner Geburt. Das war im Jahr 1943, am 11. April. Und jetzt werdet ihr mich fragen, wieso zähle ich zu den Überlebenden? 1943, 1945, das sind 2 Jahre. Wenn ihr vielleicht einmal in der Zeittafel nachschaut, dann seht ihr drauf, in Deutschland hat es die Rassengesetze wesentlich früher gegeben. In Österreich, ich bin in Wien geboren, in Österreich wurden sie erst nach dem Anschluss 1938 Gesetz. Meine Eltern haben allerdings geheiratet knapp vor dem Inkrafttreten des Rassengesetzes. Daher waren sie ein sogenanntes Ausnahmepaar, das in den Rassegesetzen festgehalten wurde. Meine Mutter war eine Jüdin, mein Vater war es nicht, war kein Jude. In meinem Geburtsschein, wenn ihr jetzt wieder nachschaut, Judenkinder mussten den Vornamen Isaac oder Sarah haben. In meinem Geburtsschein steht einfach Rosa Sarah für meine Mutter. Also das war 1943. Kurz danach, wenn ihr vielleicht doch einmal in Geschichtskenntnissen kramt, dann hat es irgendwann 1943 die erste große Niederlage der Nazi-Armeen gegeben. Und damit ist der Druck sehr viel größer geworden, mit dem Resultat, dass mein Vater, der sehr engagiert war in der österreichischen Widerstandsbewegung, versucht hat, seine Frau und mich zu verstecken. Und wir waren auch versteckt. Wir waren versteckt in einem Pfarrhof in Oberösterreich, und zwar im Mühlviertel, das ist nördlich von Linz, wenn euch das ein Begriff ist, ist eine Stadt, eine größere. Damals war das Mühlenviertel wirklich eine Gegend, wo, wie man sagen würde, der Fuchs gute Nacht sagt. Es hat dort nur Wälder gegeben, Bauern, einen Pfarrer. Der Pfarrer war Teil des österreichischen Widerstandes, ganz im Gegensatz zum Hohen Klerus, die Nazi-Fanatiker waren. Also in diesem Ort hat es die Stimme Gottes gegeben. Es waren alle Katholiken und die Stimme des Pfarrers und sonst nichts. Und daher haben alle in dem Dorf, bis auf den Nazi-Bürgermeister, eingesetzt von den Nazis, gewusst, dass im Pfarrhof Leute versteckt sind. Also dort war eben ich, meine Mutter. Wir haben dann sehr viel später herausgefunden, mir war das nicht bewusst, der Pfarrer hat insgesamt 15 Leute versteckt. Können Sie sich das vorstellen? In einem kleinen Dorf 15 Leute. Also er gehört zu den wirklich Gerechten. Das war also 1943, vielleicht Herbst. Ich kann mich natürlich nicht erinnern, wann genau das war. 1945, nach dem endgültigen Niedergang des sogenannten Deutschen Reiches, sind wir zurückgekehrt nach Wien. In eine Wohnung, die von den lieben Nachbarn mehr oder weniger allen Kostbaren entledigt worden ist. Alles rundherum war zerstört. Der Bezirk, wo ich aufgewachsen bin, heißt Floridsdorf. Floridsdorf war einer der 2, 3 großen Arbeiterbezirke in Wien, Teil der russischen Zone. Und in Floridsdorf hat es eben einerseits nach 1945 die russische Besetzung gegeben, es hat die üblichen Parteienstrukturen gegeben
und vor allem noch sehr viele Leute, die aus der Nazizeit hinübergeschwommen sind. Es hatte ja nicht nur militante Parteigenossen gegeben, sondern sehr viele Mitläufer. Und die Mitläufer waren genauso lästig und unangenehm wie viele andere. Kleine Geschichte am Rande. Ich erinnere mich, wir sind einmal, das war die einzige Straße dort wirklich in diesem Bezirk, entlang der Donnerfeldler Straße gegangen. Plötzlich bleibt meine Mutter stehen, wutentbrannt, und sagt, die Nachbarin da drüben, die hat meinen Mantel an. Also so war es. Ja. Die lieben Nachbarn sind einfach gekommen und haben sich gesucht, was sie brauchen können. Und zum Schluss war fast nichts übrig, weil sie geglaubt haben, na, die kommen eh nicht mehr zurück. Die sind eh gut aufgehoben in den diversen Konzentrationslagern. Das war nicht der Fall. Wir sind eben zurückgekehrt. So, jetzt habe ich schon viel erzählt. Jetzt kommt ihr daran mit Fragen. Und seid bitte nicht schüchtern und nicht vergessen, du und Peter. Ja. Ganz laut. Wie alt waren Sie, als Sie verstanden haben, was passiert war? Wie alt was? Wie alt waren Sie, als Sie verstanden? Du. Wie alt warst du? Wie alt warst du, als du verstanden hast, was passiert war? Sehr viel später. Wirklich sehr viel später. Meine Mutter hat eine sehr große Familie gehabt. Der größte Teil davon ist in Konzentrationslagern umgekommen, in Auschwitz und in anderen Vernichtungslagern. Es ist ein einziger Bruder von ihr. Sie hat vier Brüder gehabt. Ein einziger Bruder hat Auschwitz und den Marsch von Auschwitz zurück nach Deutschland durch alle nachfolgenden Konzentrationslagern erlebt. Er war natürlich aus Wien, ist in Wien in die Schule gegangen, aber er hat dann gefunden, er hat eigentlich genug gehungert und ist in die Tschechoslowakei übersiedelt. Wenn ich mich ja richtig erinnere, war es 1947, habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Und an was ich mich wirklich erinnere, das war diese komische Tätowierung auf seinen Unterarm. Damals war mir das nicht bewusst, was das war. Aber das war seine Häftlingsnummer von Auschwitz. Und ich habe dann lang herumgefragt, ja, und was das ist. Damals habe ich keine Antwort bekommen. Erst sehr viel später, wie man sich getraut hat, wieder etwas zu sagen, und man hat sich im Grunde genommen verschwiegen. Es wurde nicht gesprochen. Zum Schutz der Kinder, zum Schutz der Nachkommenden wurde sozusagen die Zeit ausgeklammert. Beantwortet? Ja. Gut. Weitere Fragen? Los. Ja. Wie ging es denn dann eigentlich weiter mit der Nachbarin und ihrem Mantel? Also hat deine Mutter was? Den Mantel denn zurückbekommen? Nichts, nichts. Absolut nichts. Es war vollkommen bedeutungslos, ja. Es war akzeptiert, dass gestohlen worden ist, was immer da war. Und es ist auch schwer beweisbar. Ja. An wem hätte sie sich wenden sollen? Ja? An die Polizei, die zum Teil immer noch an die alten Zeiten gedacht haben, an die russischen Besatzungsmächte. Es war sinnlos. Ja. Wie haben sich deine Eltern, also als sie das erste Mal von der Wahl von Hitler gehört haben, als sie noch nicht wussten, also was der geplant hat, wie haben deine Eltern reagiert? Wie meinst du reagiert jetzt? Also, wie als ein neuer deutscher Anführer gewählt wurde, haben sich deine Eltern gefreut, dass ein neuer kommt, als sie noch nicht die bösen Absichten von ihm? Du meinst 1933? Ja. Ah. Na, ich würde sagen, eher das Gegenteil von gefreut. Meine Eltern, jetzt muss ich ein bisschen länger aushalten. Nach 1918, nach den
großen Ersten Weltkrieg, hat es eine Entwicklung gegeben, die ein neues sozialdemokratisches Verhältnis zu Dingen hergestellt hat. Das ist damals unter den Namen gesegelt: Mit uns zieht die neue Zeit. Es war eine großartige Zeit, wo vor allem sozusagen Klassenunterschiede, Rassenunterschiede verschwunden ist und plötzlich soziale Einrichtungen entstanden sind, soziale Wohnbauten und all das. Meine Eltern waren Teil dieser Bewegung, die natürlich absolut diametral gegenüber dem faschistischen Denken war. Also von gefreut kann man nicht reden, eher das Gegenteil. Ja? Als du realisiert hast, was passiert ist, wie hast du dich gefühlt? Ja, das war eine eigenartige Entwicklung erst. Ich habe schon erzählt, in vielen jüdischen Familien war es so, dass über die Vergangenheit nicht gesprochen wurde. Zumindest zu den eigenen Kindern. Und das muss man verstehen, ja, wenn man sowas wie ein Konzentrationslager überlebt, dann will man nicht an all die Grauslichkeiten erinnert werden. Ja. Jedes Erinnern bringt sozusagen einen Bewusstseinsschock mit sich. Also für die eigenen Kinder hat man es nicht gemacht. Man hat einen Abstand gebraucht und dieser Abstand ist sozusagen mindestens eine Generation lang. Gesprochen wurde dann zu den Enkelkindern. Ja, man braucht einen Abstand von 40, 50 Jahren, um überhaupt über das, was geschehen ist, sprechen zu können. Daher habe ich es relativ spät erfahren, ich glaube, ich war 15, 16, wie ich plötzlich bemerkt habe, ich stamme aus einer jüdischen Familie. Ganz einfach deswegen, weil diese Familie nie religiös war. Niemand war religiös in der ganzen Umgebung. Es hat daher keinerlei Bezug zu irgendwas gegeben. Du wurdest ja im Krieg geboren. An was erinnerst du dich noch mal erzählt? Also, noch einmal, ich habe das jetzt nicht verstanden. Du wurdest ja im Krieg geboren. An was erinnerst du dich noch, als du noch klein warst? Zu welcher Zeit jetzt? Als du noch ein kleines Kind warst. Als ein kleines Kind war. Ich kann natürlich nicht sprechen über die Zeit vor 1945, da war ich viel zu klein. Ich kann nur sprechen über die Zeit nach 1945, die zum Teil im Gegensatz zu Deutschland, das muss man schon sagen, in Österreich etwas anders verlaufen ist, da die alten Nazi-Strukturen zum Teil übergeflossen sind in die neuere Zeit. Also ich erinnere mich sehr wohl, dass meine Mutter immer erzählt hat, wie ich ein kleines Kind war und es ist irgendwer auf Besuch gekommen. Dann habe ich sofort gesagt, damals muss ich so 4 gewesen sein, sofort gefragt, bist du ein Nazi? Wenn du ein Nazi bist, musst du sofort wieder gehen. An das erinnere ich mich, dass meine Mutter das erzählt hat. Aber danach gibt es dann nur mehr die Erinnerung zum Teil an die russische Besetzung des Bezirkes, die wesentlich einfacher vor sich gegangen sind, als die meisten Leute geklappt haben. Die russischen Soldaten waren im Grunde genommen sehr kinderliebend. Ich erinnere mich sehr wohl, dass ich von denen sehr oft eine Schokolade bekommen habe, was eine Sensation war. Gut. Ja. Was hast du, wenn du versteckt warst im Pfarrerhaus, was hast du zu essen gekriegt? Im Pfarrhaus? Keine Ahnung. Wirklich nicht. Aber es war halt so am Land, es war ein ganz ordinäres Essen und alle Bauern haben den Pfarrer unterstützt, indem sie ihm einfach Lebensmittel gebracht haben und was immer sozusagen angefallen ist, was man
beitragen kann für die Flüchtlinge und Versteckten. Also das war ziemlich eindeutig, dass da alle mitgeholfen haben, bis auf den Bürgermeister, der eben, wie ich gesagt, von den Nazis eingesetzt war. Ja, ganz laut. Während deiner Familie hat den Holocaust überlebt. Also, wie viele? Also, während deiner Familie hat den Holocaust überlebt. Wer von meiner Familie? Ja. Wenige. Sehr wenige. Meine Großmutter hat 7 Brüder gehabt. Sie war das einzige Mädchen. Das muss man sich auch einmal vorstellen. Sie war die Jüngste. Meine Großmutter hat 7 Brüder gehabt. Ein einziger ist davon gestorben, eines natürlichen Todes, vor 1938. Alle anderen sind in Konzentrationslager umgekommen, genauso wie meine Großmutter. Meine Großmutter ist zuerst nach Theresienstadt gebracht worden und ein, zwei Tage später sofort nach Auschwitz. Desgleichen mein Großvater und 2 Söhne, in dem Fall Brüder meiner Mutter, wurden ebenfalls nach Auschwitz gebracht. Der eine hat überlebt, der andere nicht. 1938, wie die deutsche Armee oder sozusagen die Nazis einmarschiert sind, haben 2 Brüder meiner Mutter, sie hat 4 Brüder gehabt, das muss man sich auch vorstellen, und sie war das einzige Mädchen, 2 Brüder, die sehr engagiert waren in den sozialdemokratischen Bewegungen und daher sowohl aus politischen Gründen als auch aus rassischen Gründen äußerst gefährdet waren, sind sofort nach dem Anschluss in die Schweiz geflüchtet. Von der Schweiz wurden sie dann sozusagen hinausgeschmissen, wie das halt so war. Sie gingen weiter nach Frankreich. Es ist ihnen nicht gelungen, ein Visum in irgendwo hin zu bekommen. Letztendlich sind sie ganz unten in Marseille gelandet. Das war damals der letzte Punkt von France Libre. Wie Marseille besetzt worden ist von den deutschen Truppen, sind sie über Schleichwege zurück nach Paris. Und wie das in vielen Geschichten so ist, wurden sie von lieben französischen Nachbarn verraten, wo sie versteckt waren. Beide sind im Vernichtungslager Sobibor ermordet worden. Also Antwort ist, von den 4 Brüdern meiner Mutter waren es 3, die ermordet worden sind. Von den 7 Brüdern meiner Großmutter waren es 6. Also waren sehr, sehr viele. Ja. Wie hast du dich gefühlt, als du dich versteckt hast? Wusstest du, was passiert? Oder hast du halt immer noch... Nein, da war ich einfach viel zu klein. Ja. Ich habe nichts davon bemerkt. Ja. Mit 2 Jahren, das Einzige, was man macht, man schaut die Mutter an und ist sozusagen konzentriert auf eine einzige Person. Ja. Einer von euch 2. Los. Okay. Als du den Begriff Nazi zuerst gehört hast, was hast du davon gedacht? Was hast du darüber gedacht? Das ist eine gute Frage, weil es sehr viel impliziert. Es impliziert nicht nur Rassismus, von dem wir ja schon gesprochen haben, es impliziert auch ein autoritäres Regime, ein diktatorisches Regime, etwas, was absolut jeder Demokratie widerspricht und wo die Rechte der einzelnen Menschen äußerst eingeschränkt sind. Wie du vielleicht weißt, hat es zusätzlich zu den üblichen Polizeieinheiten
noch eine geheime Polizei gegeben, die Gestapo. Es hat Verbände gegeben jenseits der normalen Armee, das waren die SS. Davor hat es dann die SA gegeben, die zum Teil die diversen Kristallnachtgeschehen verursacht haben. Also das Ganze ist sozusagen so ein komplexes Gebäude, dass man nicht sagen kann, ich habe zunächst an das gedacht. Klarerweise, zunächst das ganz Große ist Rassismus. Aber dann kommt noch alles andere dazu, ja? Wie das Leugnen von Menschenrechten, das Leugnen von Rechten, sich zu artikulieren. Es gibt keine Pressefreiheit, nichts. Ja, das muss man sich einmal vorstellen. Also in dem Sinn ist es ein äußerst komplexes Gebiet und ein Gebäude, und man soll nicht vernachlässigen, dass sozusagen ja, von einer gewissen Art, von einem menschlichen Bodensatz plötzlich viele in Funktionen gehoben worden sind, nur weil sie sich schon der Partei frühzeitig angeschlossen haben. Dazu gehören vor allem die hohen Nazi-Funktionäre, von denen man weiß, dass sie sehr oft sozusagen ohne jegliche wirkliche Bildung waren. Weitere Fragen? Jetzt lass einmal die anderen auch reden. Komm. Was ist mit dem Mädchen? Also, los. Du hast noch nichts gesagt. Wie lange waren Sie in dem Versteck in Österreich? Wir waren 2 Jahre versteckt, ja. Wir sind ziemlich genau nach Anführungszeichen Kriegsschluss zurückgekehrt nach Wien. Ich muss dazu sagen, in ein Wien, das zum größten Teil zerbombt war. Ja. Durften Sie auch manchmal aus Ihr Versteck rausgehen? Ja. Nur weiß ich nicht, wie das sich gestaltet hat. Sag du was. Wie war das für dich, wo du wieder nach Hause gekommen, wo ihr zurückgekehrt seid, und habt ihr wieder euer Haus aufgebaut? Oder? Also, wie habt ihr es wieder... Na, das ist eine nette Frage, weil die Vorstellung ist, man kehrt in ein Haus zurück. Genauso war es nämlich nicht. Wir haben nämlich in einer Wohnung in einer Fabrik gewohnt. Das war die Wohnung des Leiters oder Betriebsleiters dieser Fabrik. Das war eine Dienstwohnung. Noch dazu war es eine chemische Fabrik, das heißt, war nicht so angenehm. Allerdings war es die einzige Wohnung, die zur Verfügung gestanden sind. Also wir sind zurückgekehrt in eine Fabrikswohnung. Ja. Werden Sie oft darauf angesprochen, über Ihre Erlebnisse oder die Erlebnisse von Ihren Eltern mit dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg, oder versuchen Leute das eher zu umgehen? Ja, eigentlich nicht. Ja. In den letzten Jahren ist sehr viel über diese Zeit erschienen. Das heißt, es hat niemand eine Entschuldigung zu sagen, ich weiß von nichts. Also das stimmt nicht mehr. Es ist auch so, dass wie hier jetzt, gibt es in Wien auch, da gehen Zeitzeugen durch die Schulen. Die sind zum Teil sehr, sehr nett mit den Kindern und sehr direkt mit den Kindern und so und erzählen einfach, wie es wirklich war. Also das gehört alles schon dazu. Es ist keine Kuriosität in dem Sinn mehr. Natürlich muss man auch dazu sagen, so wie in Deutschland gibt es auch in Österreich Ewiggestrige oder Junggestrige. Und die Junggestrigen sind leider etwas außer Rand und Band gekommen in letzter Zeit. Ja. Was ist mit dem Mädchen? Ich habe nichts mehr? Doch. Ja, jetzt. Wir haben ja gesagt, Ihre Mutter musste ihren Namen ändern. Du musst das lauter sagen, auf die Distanz
braucht der Schal ungefähr 2 Sekunden. Du hast ja gesagt, deine Mutter musste ihren Namen ändern auf Sarah. Nein, der ist von den Nazis vorgeschrieben worden. Ja, ja. Es mussten alte Jüdinnen den Zweitnamen Sarah annehmen. Aber musstest du dann auch den Zweitnamen annehmen? Nein, das war eben, weil es eine Ausnahmesituation war, weil meine Eltern vor dem Nürnberger Rassegesetz geheiratet haben, war das nicht der Fall. Allerdings in meinem Geburtsstein steht eben, wie schon erzählt, für meine Mutter Rosa Sarah. Ja. Ja. Ich habe einen. Bitte. Ich habe auch ein Mädchen. Ja, na bitte. Ich habe in Erinnerung, du hast erzählt, die leere Wand in eurem Wohnzimmer. Dass du dich an die leere Wand im Wohnzimmer erinnerst. Kannst du uns erzählen, was es mit der leeren Wand im Wohnzimmer auf sich hat? Naja, wie ich dann in die Schule gegangen bin und natürlich Kindergarten, bitte, hat es damals keinen gegeben, der hat einfach nicht existiert. Aber wie ich in die Schule gegangen bin und dann plötzlich sozusagen andere Kinder kennengelernt habe und auch in Wohnungen anderer Kinder gegangen bin, ist mir plötzlich aufgefallen, dass es bei uns keinerlei Fotos gibt, die auf den Wänden hängen. Es waren leer, die Hände. Die Fotos hat es nicht gegeben. Das waren die Fotos derer, die in den Konzentrations- oder es wären die Fotos derer gewesen, die in Konzentrationslagern umgekommen sind. Und damit nicht permanent an sie erinnert werden muss, hat es das nicht gegeben. Das Einzige, was mir auch aufgefallen ist, gehört zu der Frage, wir haben gelegentlich Briefe bekommen. Ein Brief aus den USA und einen Brief aus England. Ja. Das ist das Einzige, was mir auch noch aufgefallen ist. Das waren die etwas entfernteren Verwandten, die überlebt haben. Dazu hat ein Cousin gehört, der von Wien über Schweden transsibirische Eisenbahn nach Vladivostok, nach Los Angeles gekommen ist und eine Cousine, die nach London emigrieren konnte. Also das Einzige, was es an Verwandten gegeben hat, das waren sozusagen diese indirekten Zeugnisse von gelegentlichen Briefen. Erst sehr viel später habe ich diese Verwandten auch selber kennengelernt. Im Grunde genommen hat es meine Eltern gegeben und leere Wände. Du hast noch nichts gesagt, oder? Hast du mitgekriegt, wie deine Mutter sich Sorgen gemacht hat, dass sie es und alle schaffen, oder haben sie das überhaupt nicht mitgekriegt? Nein, also wie gesagt, in dieser Zeit vor 45 keine Erinnerung danach. Ja, ich weiß, es war so, meine Mutter war in einer gewissen Art und Weise so eine Art Zentrum der damaligen Familie gewesen. Sie hat sich um alle gekümmert und daher sind alle Briefe, die aus der Emigration oder von irgendwo gekommen sind, letztendlich bei ihr gelandet. Auch Briefe, die meine Großmutter geschrieben hat, und einen Brief sollte ich eigentlich vorlesen, hat die Ruth gemeint. Ja, ich werde es suchen. Ja, die sind bei ihr gelandet. Und meine Mutter hat immer wieder diese Briefe hervorgeholt und war total zerstört. Das muss man sich einmal vorstellen, ja. Wenn sozusagen eine ganze Familie verschwindet, dann ist es natürlich ein Schock. Und sie hat es immer wieder hervorgeholt und ist dabei zerbrochen. Es war dann so weit, dass mein Vater gesagt hat, du musst auch mit der neuen Zeit zurechtkommen, und hat ihr einfach die Briefe weggenommen und die Fotos und sie versperrt, versteckt. Diese Briefe und Fotos habe ich dann entdeckt, wie ich das Haus meines Vaters aufgelöst habe. Ja, er hat sie sorgsam gehütet. Und
hat nie darüber gesprochen. Und in gewisser Weise war das als Anlass für eins meiner Bücher, die ich dann geschrieben habe. Und jetzt suche ich diesen Brief, sofern ich finde. Da ist nichts. Ja, schauen. Ah ja, das. Das lasse ich einmal herumgehen. Das ist ein Bild meiner Großmutter. Schaut aus wie ein Porträt von Gustav Klimt. Ja, da. Das ist der Brief, den meine Großmutter an meine Mutter geschrieben hat, am Tag vor dem Abtransport nach Theresienstadt. Wenn es uns mit der Zeit noch ausgeht, schicken wir heute noch etwas. Unser Transport, GO Nummer 479. Morgen fahren wir um 5 Uhr früh. Gott soll uns beistehen. Das war der Abschiedsbrief vor der Reise nach, vor dem Abtransport nach Theresienstadt. Weitere Fragen? Seid nicht so feig. Ja, was? Also, als du dich interessiert hast, warst du froh, dass deine Eltern dir nicht gesagt haben, was also passierte? Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Sag's ganz laut. Okay. Also, als du realisiert hast, was wirklich passiert hast, hat dann. Warst du froh, dass du früher nicht darüber wusstest? Das ist schwierig zu beantworten. Einerseits will man natürlich etwas wissen über die Geschichte der Eltern. Andererseits, wenn diese Geschichte nicht zur Verfügung gestellt wird, kann man nur lästig sein. Ich war lästig, aber es hat nicht geholfen. Ja. Es war erst sehr viel später, dass wirklich das zu Wege kam. Ich habe schon erzählt, ich war vermutlich 15 oder 16, wie plötzlich meine Mutter angefangen hat zu sprechen. Und es hat angefangen, und daran, an die Szene erinnere ich mich noch sehr gut. Also in Wien gibt es ja den Fluss, die Donau, da gibt es einfach Brücken. Der Bezirk, wo wir gewohnt haben, ist jenseits der Donau, heißt auch Transdanubien. Und wir sind vor dieser Brücke gestanden, haben auf die Straßenbahn gewartet. Das ist im zweiten Bezirk gewesen. Der zweite Bezirk war dort der Bezirk mit der größten jüdischen Bevölkerung in Wien. Es hat in Wien vor 38 270.000 Juden gegeben. Davon haben vermutlich rund 240.000 in der Leopoldstadt im zweiten Wiener Gemeindebezirk gewohnt. Also wir warten auf die Straßenbahn und meine Mutter dreht sich um und deutet auf einen dieser berühmten Gemeindebauten aus den 20er Jahren, auf den Lasallhof, und sagt, da hat der Onkel Joschko gewohnt. Das war einer der Brüder von meiner Großmutter und hat dazu gesagt, er war ein Besenbinder und der Besen, den wir zu Hause haben, den hat er mich zur Hochzeit geschenkt. Und an das erinnere ich mich, weil das war das allererste Mal, dass sie überhaupt was zu ihrer eigenen Geschichte erzählt hat. Na. Nicht schüchtern, nicht aufzeigen, einfach reden. Ja. Also sie hat mir gesagt, dass sie und ihre Mutter versteckt wurden. Was machte denn ihr Vater in der Zeit, wo sie und ihre... Der war am wenigsten gefährdet, obwohl er sich einmal in der Woche bei der Gestapo melden musste, wo man ihn eintrichtern wollte, er soll sich endlich von seiner jüdischen Frau
scheiden lassen. Er hat das abgelehnt bis zum Schluss. Er war äußerst tapfer in dem Sinne. Und ich habe erzählt, er war Teil des österreichischen Widerstandes, der nicht sehr groß war. Es war nicht sehr großartig, das Ganze. Aber es hat geholfen, sozusagen meine Mutter und mich zu verstecken. Er war ein Chemiker, deswegen war er auch in dieser chemischen Fabrik dann angestellt und hat sich da äußerst tapfer verhalten. Und man muss dazu sagen, Interviews bei der Gestapo sind nicht gewaltfrei abgelaufen. Also man muss das schon sagen, dass er da sich unheimlich toll benommen hat. Durfte er euch denn im Versteck besuchen oder wäre das zu gefährlich gewesen? Wenn er dann gekommen wäre, wären vielleicht jemand gefolgt? Er durfte ja reisen, er war ja nicht eingeschränkt. Ja. Er war der Einzige, nachdem meine Großeltern und ihre zwei jüngeren Söhne in die Tschechoslowakei geflüchtet sind, schon 1938, war er der Einzige, der den Kontakt halten konnte. Aber wäre es nicht gefährlich gewesen, wenn er jetzt zum Beispiel zu euch in den Ort geht, ins Versteck und in die Gestapo folgt und dann dadurch das Versteck... Gefährlich war für ihn keine Kategorie. Okay. Ja. Mhm. Ja. Haben Sie selber irgendjemanden während dem Holocaust sterben sehen? Nochmal, wie? Haben Sie selber irgendjemanden während dem Holocaust sterben sehen? Kann ich dir nicht sagen, weil ich war erstens zu klein, aber ich kenne natürlich sehr viele, die es überlebt haben. Ja. Da kann ich doch nichts dazu sagen. Ja, sag du was. Haben deine Eltern Freunde, die eurer Familie geholfen haben zu überleben, aber dann dadurch selber gestorben sind? Ja, zum Teil schon. Ja, ja. Zum Teil waren natürlich sozusagen die Familien wie unsere unterstützt oder geholfen haben, äußerst gefährdet. Also hast du noch Kontakt oder kennst du noch Leute, die mit dir damals den Holocaust überlebt haben? Ja, ja. Ich kenne sogar wem, der auch ein Kind war damals in dem Pfarrhof. Ja. Es hat lange gedauert, aber plötzlich hat er mir einen Brief geschrieben. Irgendwie hat er meine Adresse und was immer, so unbekannt bin ich wieder nicht in Wien, herausgefunden, dass ich das war damals, hat einen Brief geschrieben und wir haben uns in einem Kaffeehaus getroffen. Ganz klarerweise hat er anders ausgeschaut und ich anders ausgeschaut. Ja. Damals waren wir 2 Jahre alt. Ja. Ja. Hast du je das Pfarrerhaus wieder besucht? Ja, habe ich. Der Pfarrer war wirklich ein ganz besonderer Mensch. Und wie gesagt, er hat 15 Flüchtlinge versteckt. Meine Mutter war die einzige Jüdin, das andere waren politisch Verfolgte. Und natürlich sozusagen meine Mutter war die gefährdetste von denen, die er versteckt hat. Und für ihn war das immer, wir haben ihn sehr oft besucht, dann zum Teil, wie er schon dann in einem Pensionistenheim war, für Geistliche. Und für ihn, glaube ich, war das, er hat mich immer dann angeschaut, wenn ich da hineingekommen bin, da war ich, weiß ich, 12 Jahre oder so irgendwie, mich immer angeschaut, wie wenn das sozusagen das einzige Wunder ist, das ihn Gott gegeben hat in seinem Leben. Dass wir überlebt haben. Und das war Teil sozusagen seines tiefen Glaubens an die Menschheit, dass man für die Menschen da zu sein hat und nicht für autoritäre Regime. Das war sehr eindrucksvoll, war dann ein alter Mann, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin das Wunder für ihn, das ihm Gott gegeben hat. Ja? Hat der Pfarrer selbst überlebt oder wurde er? Ja, der ist sehr alt geworden, ja.
Hattest du Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister gehabt. Ja. Wie kam es dazu, dass Sie zu dem Pfarrer gekommen sind? Lauter. Wie kam es dazu, dass Sie zu dem Pfarrer gekommen sind? Wie wir zu diesem Pfarrer gekommen sind? Genau. Na, das habe ich schon einmal erzählt. Der Pfarrer war ebenfalls sozusagen Teil dieses österreichischen Widerstandes. Die Dorfgeistlichen, die den Kontakt hatten mit der tatsächlichen Bevölkerung, die waren alle sozusagen nicht verbunden mit dem Naziregime. Und der war ganz besonders sozusagen, für ihn war es, das ist ein unmenschliches Regime und er muss was dagegen tun. Ja. Und eben weil sozusagen die Verbindung war über den österreichischen Widerstand, haben wir ihn, oder konnte er uns helfen. Peter, du hast doch auch ein paar Fotos dabei, vielleicht wenn du die auch mal zeigen möchtest. Ja. Ich kann es auch immer halten, wenn du ja, das sagen. Wir haben da einige Fotos noch, die können wir ja durchgehen lassen. Das war ja die Großmutter gewesen. Die habt ihr schon alle gesehen gerade. Ja. Ich halte mal die anderen hoch. Das sind die drei Brüder, die in Konzentrationslagern umgekommen sind. Sagst du vielleicht die Namen, welche Brüder? Das ist der Jüngste, das ist Alfred. Man sieht, er hat einen Judenstern. Wie alt ist er letztendlich geworden? 16. Wahrscheinlich nicht viel älter als auf dem Foto, ne, denke ja. ich. Eins wahrscheinlich der letzten Fotos. Der heißt Erich. Auch noch ein sehr junger Mann. Ja, der war 22. Das war Kurt, das war der älteste von den Brüdern. Der war 24. Erich und Kurt sind nach Frankreich emigriert und wurden von dort dann erfasst. Das ist der, der überlebt hat, mit dem Namen Egon. Der Einzige, ne? Es ist der Einzige. Es war der, der Auschwitz überlebt hat und dann diesen langen Marsch im Winter nach der Schließung des Lagers Auschwitz nach Deutschland überlebt hat. Und das sind die Stationen. Also da liegt irgendwo Auschwitz, ja, zu Fuß und mit offenen Wegen im Winter, ohne irgendeine Bekleidung, mit Holzschlapfen, ja, sind sie dann zunächst nach Berlin gekommen, nach Sachsenhausen, von Sachsenhausen transportiert nach Flossenburg, von Flossenburg nach Obertraubling, das waren alles Konzentrationslager, und schließlich nach Dachau. Immer mit dem Zug war das gewesen? Das war immer mit Viehwagen im Zug. Mhm. Und in Dachau ist er dann im Mai 1945 von den amerikanischen Soldaten befreit worden. Das ist meine Mutter. So hübsch, ne? Ist dann auch gleichzeitig jetzt wiederum ja die Oma von Frau Weinberger, ne? Und es wäre, wenn also auch noch leben würde, wäre es Bennys Urgroßoma. Aber sie ist ja auch schon trotzdem relativ gestorben. Dann sie war 49. 49, ne? Also wenn ihr bedenkt, ich bin jetzt 46, also leider ist sie auch nicht so alt geworden. Das hat aber nichts mit dem Krieg zu tun. Nachwirkungen an der Zeit. Ja, du hast ja erzählt, sie war auch zum Teil eine sehr traurige Frau gewesen, ne? Mit den Erinnerungen. Ne? Hier ist ein Bild von meiner Mutter und meiner Großmutter. Das war das letzte Mal, dass ich die zwei Frauen gesehen habe. Das war 1938. Da ist auch noch ein nettes Bild. Das war in diesem Pfarrhof und das sind alles Flüchtlinge, die der Pfarrer versteckt gehabt hat. Das Bild ist 1945 aufgenommen worden. Ist das jetzt dann schon nach dem Kriegsende 1945 gewesen? Ja. Also okay. Ja. Sonst hätten sie nicht so schön offen herumsitzen können. Ja. Du hast ja auch mal erzählt, weil
ich jetzt gerade das habe mit den Flüchtlingen. Und du hast ja gesagt, irgendwann musstet ihr euch auch mal im Kirchturm von der Kirche verstecken. Ja. Also wirklich richtig ganz oben. Ja. Warum? Der Grund war der, im März 1945 waren die russischen Truppen schon sehr nahe. Im April haben sie Wien entsetzt. Die letzten deutschen Truppen, vor allem die SS, sind nach Richtung Westen abgezogen. Also zunächst nach Linz. Von der westlichen Seite sind allerdings die amerikanischen Truppen gekommen. Und sie waren in einem kleinen, schmalen Korridor, der durch das Mühlviertel und dann nach Bayern geführt hat. Und dort sind die SS-Truppen abgezogen und durch dieses Dorf unter anderem. Und da hat sich dann meine Mutter tagelang ganz oben auf dem Kirchturm versteckt mit mir, und andere Flüchtlinge waren bei irgendwelchen Bauern in Heuhaufen versteckt, weil das waren nur mehr Desperados, die einfach sozusagen auf Zuruf Leute erschießen konnten und so weiter und so fort. Das war sozusagen der letzte miese Dreck, den die SS aufbieten konnten, die geflüchtet sind vor den Russen und vor den Amerikanern. Und hier habe ich noch ein ganz besonderes Bild. Das sind drei Überlebende aus Konzentrationslagern. Das ist dieser eine Onkel, eine Bruder von meiner Mutter, der mit Auschwitz, der war in Ebensee, ist ein Cousin von ihr, und das ist die Frau von Egern, von dem Bruder, die war in Auschwitz und wurde als Zwangsarbeiterin in unterirdische Fabriken der Nazis nach Deutschland transportiert. Die haben monatelang kein Licht, nichts gesehen und sind dort wie Tiere gehalten worden. Die haben sich dann später getroffen. Ich glaube, das ist es. Ja. Okay, noch Fragen? Die letzten Fragen sind das jetzt, muss ich so sagen. Wir haben noch 5 Minuten, ein paar Minuten bis zur Pause. Ja, los. Nein. Also wie gesagt, dieser Pfarrhof war so wie ein exterritoriales Gebäude. Da war der Pfarrer und seine Köchin, und da durfte niemand wirklich den Pfarrhof betreten ohne die Einwilligung des Pfarrers. Das heißt, im Haus konnte frei herumgegangen werden. War nicht sehr groß. Ist ja auch kein sehr großes Dorf gewesen. Ja. Wo im Pfarrhaus warst du versteckt? Na, da hat es ein paar kleine Zimmer gegeben. Es war so, es hat unten ebenerdig, hat es, wenn ich mich erinnere, eine Küche gegeben und eine Art Raum, Esszimmer, wenn ihr wollt. Es hat das Dienstzimmer vom Pfarrer gegeben und oben waren einige kleine Schlafzimmer. Und dann hat es einen Dachboden gegeben, wo sehr viele Flüchtlinge einfach auf Strohsäcken und Decken übernachtet haben.